Herzlich willkommen zu diesem neuen Video beim neuen Brick City Update. Diesen Anblick kennt ihr schon aus den aktuellen Videos bzw. auch den aktuellen Shorts. Hier seht ihr einmal an der Seite mein Mock, unsere BR11, unsere BR146 und der Regionalexpress. Aktuell ist noch ein bisschen unaufgeräumt, aus einem ganz einfachen Grund, denn die Lego-Stadt, die Brick City wächst. Ihr kanntet sie bisher bis hier vorne. Die ist ja im Eck hier. Und ich habe mir gedacht, für Züge ist das ein bisschen wenig. Das sind ja wie gesagt 2,60 m mal 1,20 m. Ne, 2,60 m mal 80 Tiefe. Und ich dachte mir, für eine richtige Zugstrecke braucht es doch etwas mehr Platz. Etwas viel mehr. Wir haben jetzt hier einmal angebaut. Bisher ging die Brick City ja genau bis hier. Und diese geht jetzt nochmal 2,40 Meter nach da hinten und wird hier drüben auch auf 1,20 Meter breit. Das heißt, wir haben hier nochmal 2,40 Meter dazu gewonnen und hier vorne nochmal 1,20 Meter plus 60 cm in der Tiefe. Ja, das ist doch dann schon relativ groß genug, würde ich sagen. Kommen wir einmal zum aktuellen Plan. Die Züge kommen hier aus dieser Richtung, werden sich dann hier auf insgesamt 5 Gleise aufteilen. Hier seht ihr schon mal 2 Weichen. Gehen dann hier entlang. Hier in diesem Bereich soll der Bahnhof entstehen. Wie gesagt, hier seht ihr dann schon mal 5 Gleise. Und seht auch schon mal die Andeutung. Das äußere Gleis jeweils geht einmal hier rundherum und wieder zurück. Das innere zweite Gleis geht hier auch mit auf die Strecke zurück. Und die 2 inneren Gleise gehen nachher in ein Zugdepot. Das wird wahrscheinlich das oder die moderne Lokhalle von Blue Bricks werden. Das aber dann erst zukünftig. Wie gesagt, hier wird dann der Bahnhof entstehen. Ihr seht, dafür werde ich noch einige Baseplates benötigen und auch die geraden Schienen sind mir hier ausgegangen. Hier seht ihr übrigens, ich war nochmal im Legoland die Woche und habe mir noch einen zweiten Lego Store besorgt. Jetzt brauche ich noch einen. Und dann kann ich das Mock auf Rip Brickable bauen. Ja, ansonsten bautechnisch hat sich diese Woche jetzt noch nicht viel ergeben. Der kleine Wohnwagen ist dazu gekommen. Hier habe ich schon mal angefangen, den Fluss anzudeuten. Und hier noch ein paar Milzblades gebaut. Das habt ihr aber auch alles schon im YouTube Shorts gesehen. So wie da vorne den dreiteiligen Mock. Was habe ich also sonst getrieben, nachdem ich auf der einen Seite nicht viel bauen konnte und auf der anderen Seite hier alles erweitert habe? Das zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich Folgendes getrieben. Das alles hier muss irgendwie finanziert werden. Ich habe zwar schon meinen eBay Store, der auch relativ gut läuft, da kann ich definitiv nicht mosern. Aber was ist mein Hobby? Lego. Was macht man also? Lego verkaufen. Bisher seht ihr hier so Einzelteile, die ich auf eBay jeden Tag verkaufe. Und jetzt habe ich mir auch Stanley Magazine geholt. Ihr seht die ganzen Barcodes. Das sieht dann innen drin so aus. Und ihr könnt es natürlich schon ahnen, es wird einen Bricklink Store geben, der tatsächlich, wenn ihr dieses Video seht, bereits online ist. Dazu mehr zeige ich euch jetzt gleich. Ja, nachdem das mit der OBS-Aufnahme leider gerade nicht so wirklich funktioniert hat, einmal ganz kurz quick and dirty den Monitor abgefilmt. Hier seht ihr einmal unseren Bricklink-Shop dlmg-store.de. Hier seht ihr einmal unsere aktuellen neu eingestellten Sachen, verschiedene Anleitungen, verschiedene Steine, zu 90% Neuware und auch ein Teil Usedware. Wir haben aktuell 1.838 Items in 167 Slots. Schaut gerne mal vorbei in unserem Bricklink Store, den Link dazu findet ihr unten drin.
Und ebenfalls neu hinzugekommen ist einmal hier meine kleine Versandstation. Einmal schön mit Drucker, Versandmaterial, Verpackungsmaterial. Und hier dann der Packtisch mit verschiedenem Packmaterial. Das drehe ich einmal kurz um. Genau, mit der Waage. Und hier sind auch schon fertige Sendungen, die heute noch rausgehen. Hier oben finden sich ein paar Minifiguren und Haribo für die Bestellung. Ja, und damit verabschiede ich mich heute von euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Schaut gerne die YouTube-Shorts an. Abonniert liebend gerne den Kanal und gebt mir einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.